Mit feierlichem Spatenstich fiel der Startschuss für die vierte Ausbaustufe am Technopol-Standort in Tulln. Das erste Gebäude des Technologie- und Forschungszentrums in Tulln wurde im Jahr 2005 errichtet. Über die Jahre gab es bereits drei Ausbaustufen und mit der Entscheidung zur vierten Ausbauphase wurde seitens der Gemeinde aus gutem Grund nicht lange gezögert. Weil wir gesehen haben, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadtgemeinde durch das Technopol enorm gestiegen sind und daher war es nur eine ganz kurze Nachdenkphase, auch Ja zur vierten Ausbaustufe zu sagen. Die Entwicklung des Technopol-Standorts Tulln hat die Stadt mitgeprägt und für die Gemeinde viel Positives bewirkt. Es hat eine vollkommen neue Schiene an Produkten, an intelligenten Arbeitsplätzen geschaffen und damit sind wir sogar im internationalen Vergleich gut messbar. Das Technopol ermöglichte es der Gemeinde Tulln als Hightech-Standort im internationalen Vergleich ganz oben mitzumischen. Ja, Technopol vereint Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und es ist einfach ein Erfolgsrezept, wo es uns gelungen ist, international als Hightech-Standort Ansehen zu erlangen. Warum machen wir das? Weil wir wissen, im Bereich Wissenschaft und Forschung liegt die Zukunft und nur dann, wenn wir dort investieren, gelingt es auch, neue zukunftsträchtige Arbeitsplätze zu schaffen. Und deswegen auch die Investitionen hier am Technopol in Tulln. Auch nach der vierten Ausbaustufe des Technopols ist noch kein Ende in Sicht. Denn für das Land Niederösterreich ist es sehr wichtig, dass sich die Technologie- und Forschungszentren stetig weiterentwickeln. Unsere Aufgabe seitens des Landes, gemeinsam mit unserer Betriebsansiedlungsagentur EcoPlus, ist es, eben diese Infrastruktur auch bereitzustellen und diese vor allem im Miteinander mit der Wissenschaft und mit der Wirtschaft auch zu entwickeln. Und das gelingt sehr gut und da wird Niederösterreich ein exzellentes Zeugnis ausgestellt, dass wir hier international vorne mit dabei sind. Somit wurde die vierte Ausbauphase des Technopols in Tulln gestartet und die Weichen für das Land Niederösterreich werden einmal mehr in Richtung Zukunft gestellt.